wow, langsam reiten. Was ist denn das? Clemente und Company, oder? Clementis Schlachthof, na klar. Eddie hat wohl recht. Okay, ich muss unbemerkt da rein. Unbemerkt da rein. Erstmal parken. So. Schauen wir uns den Bums mal an. Wie komme ich hier unbemerkt rein? Hey du, hast du mir dein Auto raucht? Hier? Nee. Der Dichtsack, er kommt mir so verdächtig vor. Der rennt doch hier nicht umsonst rum. Ich muss was trinken. Mach glücklich. Glücklich im Hals. Er hat sein Leben verwirrt. Irgendwo hier rein oder so? Nee. Noch dazu höre ich Hunde. Oh, die was Kanalisation. Ist das? Das könnte klappen. Schätze, das kann ich aufbrechen. Ich schätze, das stinkt. Oh Mann, wie das stinkt. Sag ich doch. Hallo Anna Banana. Ui, eine Ratatouille. Warum muss es eigentlich immer durch Kackwasser gehen? Warum ist das immer Mist, so? Der Köter könnte Probleme machen. Ja, das stimmt, ja. Aber da ich ja nach Scheiße stinke, wird sie nicht interessieren, glaube ich. Links oder rechts? Scheiße! Wie, ist da gerade Kackwasser raus? Wenn Luca jetzt bloß ein paar Steaks geholt hat, bringe ich jemanden um. Da liegt ein Magazin, Moment. Da muss ich immer kurz TikTok ausschalten, sonst kriege ich wieder Sperre. Anna! Ich hatte heute einen Hype Train Level 2. Fett, oder? Fett. So, wo ich nur rauskomme, das ist die Frage. Da ist der Köter. Gut, dass da ein Gatter ist. Zum Glück habe ich den Nadelstreifenanzug nicht an, weil schau mal, wie ich ausschaue. Widerlich. Oh, kein Pulli. Geh in Deckung. Halt's Maul, verflucht nochmal. Ist da jemand? Ja, hier. Hi, grüß dich. Da ist keiner. Also halt's Maul, sonst machen wir Hackfleisch aus dir. Nimmt er den Hund nicht mit? Der Köter. Verdammt, da sind sie. Jetzt kriege ich dich doch noch, egal, kleiner Scheißkerl. Wie komme ich denn da rein? Natürlich hast du es verpasst. Aber macht ja nichts. Kannst deinen eigenen Hype-Train nochmal starten. What? Gut, die Luft ist rein. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Drücke L1, um über Hindernisse... Achso, falsche Richtung. Hier, oder was? Hä? Ist ja nicht so, dass ich L1 drücke. Ah ja. Einfach nochmal. Das ist schön, wenn sie Mechaniken verlangen, die die Steuerung gar nicht hergibt. Das ist immer toll. Da liegt ein Besowski. Jetzt muss ich wieder rumstelfen. Das kann ja am besten stelfen. Weiß nicht.
soll ich denn da hinkommen? Da steht einer, der mich direkt anschaut. Wie haben Sie sich das denn jetzt vorgestellt? Ich stehe hier nicht den ganzen Tag rum. Ich habe keine Lust, alles allein zu machen. Ich rauch doch nur eine. Reg dich ab. Ja, mit einem Stück Schinken in der Hand. Geh da mal eine quarzen. Völlig normal hier. Das klang mir nach... Hast du Scheiß in den Ohren? Das war ein Schwein. Hör nicht hin. Ja, aber... Muss man dir alles zweimal sagen? Halt's Maul und geh wieder an die Arbeit. Oder das bleibt... Also, du willst immer noch kündigen? Okay, okay, ich... vielleicht nächsten Monat. Was machst du da? Ich hab mir überlegt. Vielleicht werde ich Synchronsprecher. Das ist ein Scherz sein. Wer soll dich denn anstellen? Ekelhaft hier drin, das kann man schon mal sagen. Lecker ist das zwar nicht. Heißen Schichtwechsel. Hast du Tomaten in den Ohren? Ihr seid fertig. Tomaten in den Ohren? Ich habe erst die Hälfte von. Muss ich es nochmal sagen? Schichtwechsel! Verpisst euch von hier! Okay, soll mir recht sein. Ja, verpisst euch, Alter. Schichtwechsel. Nennt sich Schicht im Schacht. Keine Ahnung, ob ich hier richtig bin, aber ich mach einfach mal. Komme sofort! Ah ja, sieht aus, als könnte ich hier jetzt tatsächlich da durch. Ja, von einem Freund. War todsicher. Glaubt ihr, ich weiß nicht von dem Stoff? Und wo ihr das Geld dafür her hattet? Noisly, Alter! Hab ich gut gemacht. Nicht die Knarre! Na los! Wie habt ihr das Zeug in die Staaten gebracht? Ich weiß überhaupt nichts. Ich bin nur ein Buchhalter. Versuch bloß nicht, mich für dumm zu verkaufen. Ich darf mich jetzt bestimmt rausschießen, wetten? Da, schau ihn dir gut an. Glaubst du, du bist härter im Nehmen als er? Wenn wir mit euch fertig sind, dann drehen wir euch durch eine der Maschinen hier. Ich muss mir nur gut überlegen, ob ich so nett sein soll, euch vorher euer verdammtes Licht auszublasen. Was ist das für ein ekelhafter Gestank? Das bin ich! Ach. Es stinkt nach Kanalisation. Hey, wer ist denn da? Was bist denn du für einer? Spielt das wandelnde Scheißhaus hier den Helden oder was? Halt die Fresse, Luca! Hey, dich kenne ich doch. Klar, du bist doch der Kumpel von diesem Schwachkopf Barbaro. Ich hab gedacht, du sitzt noch im Knast. Was soll das hier werden, wenn's fertig ist, Kleiner? Falcone schickt mich. Es gefällt ihm nicht, dass irgendwelche Schwanzlutscher seine Jungs zu Hackfleisch verarbeiten wollen. So... Du gehörst jetzt also zu Falcone, hä? Herzliches Beileid. Dir fehlt der Durchblick, sonst wäre dir klar, dass du im Bau wesentlich besser aufgehoben warst. Aber das ist jetzt sowieso egal. Na klar. Ja,
Ja, so. Lustige ist, er sagt mir zwar, was ich drücken soll, aber macht's dann gar nicht. Alter! Der lebt noch, scheiße! Was ist er denn für ein Viech? Hä, er hat dreimal geschossen, aber nur einmal getroffen. Jungs, macht ihn fertig! Der kann keine Karate-Moves, der ist ein bisschen dumm, der stinkt nach Scheiße. Ihr habt euch mit den Falschen angelegt, Arschlöcher. Hol mich endlich runter. Du hast was gut bei uns. Hat dich Eddie geschickt? Scheiße. Armer Frankie. Ich bring den Hurensohn um. Gib mir mal so ein Fleischermesser. Beans, bleib hier. Und rühr dich nicht vom Fleck, bis wir dich holen. In Ordnung. In Ordnung, aber vergesst mich nicht. Okay, Freunde? Ich doch nicht, Alter. Ich hab alles hier. Ich leck mich! Da ist er! Sterb, du Arschloch! Ich kann dich sehen, du Arschgeige! Wow, 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 wow! Gib mir Deckung! Wie kann der hinter mir sein? Ich hab. Ich hab das hier mit dem Schießen, ich finde das hier nicht gut gemacht, ehrlich gesagt. Ihr habt euch mit den Falschen angelegt, Arschlöcher. Aber gut. Du meine Güte, da würdest du mich bitte runterholen. Danke, Victor. Du hast was gut bei uns. So, warte, von wo kommen die rein? Von da hinten. Er hat bemerkt, dass ein paar Jungs nicht zum Appell angetreten sind. Scheiße. Armer Frankie. Ich bring den Hurensohn um. Beans, bleib hier. Und rühr dich nicht vom Fleck, bis wir dich holen. In Ordnung. In Ordnung, aber vergesst mich nicht. Okay, Freunde? Freunde! Leck mich! Daneben! Muss ich alles selber machen! Lass mir dein Hirn raus! Los, ihr Mann! Weiter wie! What the fuck? Was hat der denn für einen Aim, Alter? Dololo! Geht gar nicht! Ihr habt euch mit den Falschen angelegt, Arschlöcher. Mich runter. Danke, Victor. Du hast was gut bei uns. Ich mach das nicht mit Absicht. Das ist wirklich so behindert. Ich merke, dass ein paar Jungs nicht zum Appell angetreten sind. Scheiße. Manchmal tippt man den Stick an, dann dreht sie's. Und dann drückt man voll drauf und gefühlt tut sich gar nichts. Beans, bleib hier. Hat der Schwein da ein Metallgerüst innen drin? Oh, krass, Alter, das ist ja voll das Robocop-Schwein. Okay, Freunde. Da kommen sie! Achtung, Achtung! Attention, Attention! Daneben! Da ist er doch! Reißt du dich jetzt ein, du Mistkerl? Los, ich blas dir dein Hirn raus. Nicht schlecht, Kleiner. Nicht schlecht. Bin ich klein. Ich hab einen Kleinen, aber ich bin nicht klein. Okay, Vito. Kaufen wir uns den kleinen Wichser. Klar, Mann. Alle sind sie bei ihm klein. Gib mir mal deine Waffe. Piss dich in die Hose, bis ich mit ihm fertig bin.
Gib mir deine verfluchte Waffe! Gib mir deine verfluchte Waffe! Fix! Ja! Rate mal, wer als nächster dran ist. Ein Schlachtermesser in der Hand. Scheiße, zu spät. Da kommen sie. Auf ich mir. Gib mir Deckung. Wäre einfacher, wenn ich auch mal so eine Tommy Gun hätte, weißt du? Und hier nicht mit so einer blöden Pistole rum. Zeig mal deinen Kopf. Hey, du machst deinem Ruf eine Ehre. Gut gemacht. Ich geh rein, gib mir Deckung, Vito. Wo denn rein? Da geht's doch raus. Da, fuck, redet der. Weiter, Vito. Wie geht die Munition aus? Mal so schlecht. Ist das eine Spielzeit? Ich hab noch einen Schuss. Noch einer. Ah, ich hab noch eine Knarre. Ha! Alles klar. Scheiße, hab ich gar nicht gesehen. Ich bin hier drüben, du Idiot. Alles klar. Idiot. Hat Spaß gemacht. Jetzt schnappen wir uns den kleinen Schwanzlutscher. Glaub, ja, bevor er noch mehr so scheiß Anrufe macht. Lass mich rein. Gib mir mal ein bisschen Munition, Alter. Und ich hätte gern die Karre von ihm, wenn ich ehrlich bin. Ich verstehe das nicht. Wieso sammelt der denn nichts ein? Komisch. Egal. Ficken wir ihn. Da brennt's. Pass auf. Scheiße, so kriege ich die Tür nicht auf. Ja, wir brauchen etwas Schweres. Ein Rambock oder so. Ich hab's. Wir nehmen die Karre. Ganz mein Geschmack. Der Hurensohn. Ich dreh dem Scheißkerl eigenhändig den Hals um. Achtung, da kommt gleich ein Auto. Hält sich für verdammt schlau. Hält sich wofür verdammt schlau, was? Na los, dann komm doch her! Scheiße, was macht der Wichser da drüben? Na, ah, sogar seinen eigenen Sarg. Verschwinde, du Arsch! Ich prügel dir jeden Knochen Eisern aus dem Leib, du kleiner, schwanzlutschender Hurensohn! Die Grobarbeit ist erledigt. Ich vergnüge mich noch ein bisschen mit ihm, bevor ich ihm den Rest gebe. Bist du dabei? Danke für die Einladung, aber ich verzichte. Dich ekelst vor Blut, hä? Nein, mich ekelst vor Luca. Kann ich verstehen, aber da entgeht dir was. Gibt viele hübsche Spielzeuge hier in dem Land. Warte. Eddie wollte, dass ich mich um ihn kümmere. Mach dir deswegen keine Gedanken. So wird's nur ein bisschen länger dauern. Dieser Dreckskerl hat keinen schnellen Tod verdient. Ich schätze, da hast du recht.
Ich gehe mich mal waschen. Ich stink ja schlimmer als eine Jauchegrube. Du kommst auch aus einer Jauchegrube. Dass er Luca abhaken kann. Hey, Beans, mach die Tür auf. Es ist alles vorbei. Du lebst noch? Ja, was hast du erwartet? Hilfst du mir, unseren Freund Luca zu verarzten, bevor wir uns von hier verziehen? Eigentlich wäre das nicht mehr als gerecht. Der kleine Nerdy-Dirty. Da kommt die dunkle Seite der Macht in ihm raus. Triff dich mit Eddie im Falconi. Und jetzt darfst du 13 Mal raten, was für ein Auto ich mir schnapp. Natürlich ihn hier. Den Schubert Frigatti. Wie ist das denn jetzt passiert? Da war eine Dullacke im Boden drin. Vielleicht sollte ich nicht so schnell fahren. Ich hätte das Auto gerne in meiner Garage. Ich hoffe, ich krieg das. Immerhin habe ich mich hart dadurch. Alter! Diese scheiß Fleischtransporter da immer. Eine schöne Karre. Egal, lass ich reparieren und ab in die Garage mit ihm. Mein Hallo ist ein Cabrio, Alter. Da weht's mir die Winde durch die Föhnfrisur. Ich muss hier herunter. Diesmal verpasse ich die Ausfahrt nicht. Ist da gerade eine Felge von meinem Auto runtergefallen? Wie in GTA damals. Sobald du in die Kurve gefahren bist, ist dir immer eine Felge von deinem Auto runtergefallen. Und dann ewig weit gerollt. Das waren noch Zeiten. Ah, GTA noch Spaß gemacht. Ich werkstatte den mal kurz. Ich hasse Gegenverkehr. Warum existiert der? Schau mal mein Auto an! Mein Jetzt-Auto. Die Raumsprays sind im Angebot, falls Sie Interesse haben. Wenn ich es legalisieren muss, es ist schon legalisiert. Komm jederzeit wieder. Weiter geht's. Oh, hey, Schnecke, hast du schon mal einen geilen Auspuff gesehen? Da hängt ein langes Rohr dran, sogar doppelt. Ich stink zwar wie eine Güllegrube, aber ich fahre eine geile Karre. Wie in der Realität halt auch. Bloß, dass mein Auto da auch nach Güllegrube stinkt, aber ist egal. Hey, soll ich dich mitnehmen? Gut, Mann. Ah ja, Viereck. Alter, ich fühle mich den so um. Der sieht auch cool aus. Der hat auch was. Also so eine Limousine ein bisschen. Ich fühle mich den hier so überlegen, den Leuten mit so einer Karre. Driver war auch sowas, ja, stimmt. Ah, Driver war cool, bis aufs Tutorial am Anfang in der Tiefgarage. Da bin ich ja verzweifelt als Kind. Gott, Alter. Da weiß ich noch, das war eins der ersten Spiele, wo ich im Internet damals, im Internetcafé auch mal nachlesen musste, ob es da Tipps gibt oder so, wie man das schafft. Und dann kam Driver 2 und da konnte man dann ja rumlaufen, was völlig für ein Arsch war. Habe ich nie verstanden, warum sie das gemacht haben. Da wollten sie einen auf GTA machen, aber du konntest ja nicht schießen oder so. Du bist halt nur dumm rumgelaufen. Ich komme da nur in den alten Haus.
Ich stink halt einfach. Widerlich, Alter. Setz dich auf ihn drauf und er macht. Oh ja, oh ja, oh ja. Ach du lieber Himmel, hat er wer einen fahren lassen? Vito, du heilige Scheiße. Bade gefälligst das nächste Mal, bevor du hier antanzt. Du wolltest, dass ich danach gleich komme. Glaubst du, ich lauf gern so rum? Okay, okay, okay. Was ist mit Luca? Erledigt. Sehr schön. Wie geht's unseren Jungs? Hast du sie gefunden? Ja, Luca hielt sie im Schlachthof gefangen. Frankie ist tot, aber Balls und Beans sind okay. Luca hatte sie gerade in der Mangel, als ich kam. Irgendwelche Zeugen? Nur ein Dutzend Leibwächter von Luca, die uns massakrieren wollten. Sag mir vom Leib mit deinem Gestank. Es war echt heftig. Ja, klingt nach einer haarigen Geschichte. Aber hey, du hast die Sache durchgezogen und bist dann rausgekommen, richtig? Geh jetzt und wasch dich, bevor du noch allen hier den Appetit verdirbst. Und verbrenn die verfluchten Klamotten, ist ja nicht zum Aushalten. Warum ist denn keiner freundlich zu mir? Ciao, ciao. Plus $5,000, wow. Alter, da kann ich ja mal richtig protzen gehen jetzt. Bekleidungsgeschäft oder Apartment? Nein, ich will nur nicht das Auto verlieren. Ich will das in meine Garage stellen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Die Schubert-Fregatte. Ein Flaggschiff. Was machen die Fettsäcke da auf der Straße? Ja, was ist los mit euch, Alter? Wer auf der Straße rennt, muss damit rechnen, dass er angefahren wird. So läuft es hier in Mafia City. In der Müffelja-Town. Müffelja, also eine Müffeltown. Irgendwo hier soll... Ah ja. Dass mir auch ja keiner mein Auto anfährt. Bring ihn um. War teuer, das zu klauen. Da habe ich mit Blut für bezahlt. So, ich stinke. Gib mir mal Klamotten. Lass mich rein! Hey, du! Bitte, Sir. Sie stinken wie die Pest. Voilà. Stink halt einfach! Ja, ein bisschen hier. Bisschen legerer, billiger, aber passt schon so Gigolo-mäßig, weißt du? Ja, auch noch so fickrot innen drin. Oh Gott. So, geht's jetzt nach Hause oder was mache ich? Vorne ist ein Unfall passiert, fast. Bin immer noch ein bisschen verstört, wie die zwei Cops den einen da vorhin einfach umgenietet haben. Falls ihr euch erinnert, die haben den einfach umgeschossen. Der hatte nicht mal eine Waffe, der Typ. Das ist 1:1, wie es in Amerika am Finger riechen. Die darf mir gleich an was ganz anderes riechen. Ist das da mein Zuhause oder wo bin ich hier jetzt? Nein. Ich will doch eigentlich nur mein Auto abgeben. Was haben die wohl? Die haben meine Klamotten bestimmt verbrannt, wetten? Instant, Feuer an und weg. Vito, da bist du ja. Hey, Eddie. Netter Anzug. Danke. Also, worum geht's denn? Was sollen die Anzüge? Vito, Mr. Falcone nimmt uns heute Abend in die Familie auf. Dich und mich. Wir haben's geschafft. Im Ernst? Heute Abend? Ja, heute. Wahnsinn. Wieso habt ihr das nicht früher gesagt? Wie läuft das ab? Nicht so ungeduldig. Da will sich erst noch jemand kurz mit dir unterhalten. Der nächste Name, Leo, den ich mir nicht merken kann. Was machst du hier? Hallo, Kleiner. Ich will mit dir darüber reden, was heute passiert. Komm, setz dich. Gern. Sehr gern. Und hey, danke nochmal für alles, was du für mich getan hast, damit ich früher raus konnte. Und jetzt löse ich dein zweites Versprechen. Ja, ich erinnere mich. Ein. Zweites Versprechen? Ja. Ich sagte, ich sorge dafür, dass du möglichst schnell Familienmitglied wirst. Weißt du noch? Die Aufnahme verdanke ich dir, aber du arbeitest für Frank Vinci. Ja, ich hätte dich gerne in unserer Familie gehabt. Aber ich weiß, dass Joe dein bester Freund ist. Ihr seid zusammen aufgewachsen, so wie Frank und ich. Und Joe hat die ganze Zeit, die du im Knast warst, für Carlo gearbeitet. Drum habe ich Carlo vorgeschlagen, dich und Joe. Ganz ehrlich, ich kenne mich in dieser Inzest-Hierarchie, wer für wen mit wem schläft, arbeitet, gar nicht mit so viele Namen. Weder zu mir noch zu sonst wem. So ist es üblich in unserem Metier, Vito. Ja. Na los, komm jetzt. Lassen wir sie nicht warten. Also dann, ich gehe schon mal nach oben vor.
Was wollte der Alte von dir? Der wird auch irgendwie immer fetter. Wir haben nur über alte Zeiten gesprochen. Als Lear die Seife hat fallen lassen? Du kannst mich mal. Okay, das reicht. Gehen wir. Führen sich auf wie im Kindergarten. So läuft es hier. Alles klar, wartet hier. Okay, Jungs, passt auf. Einer nach dem anderen. Und wenn ihr drin seid, gibt's weitere Anweisungen. Klar? Joe, komm bitte rein. Hey. Viel Glück. Jetzt bist du dran, Vito. Meine Herren, das ist Vito Scaletta. Vito, du weißt, dass unsere Familie ein Geheimbund ist. Naja, so geheim. Eine Gesellschaft von Auserwählten aufgenommen. Eine Gesellschaft, von der Rest der Welt nichts ahnt. Von nun an bedeutet dir unsere Familie mehr als deine leibliche. Oder Gott oder dein Vaterland. Befehle ich dir, deinen Bruder zu töten, wirst du das tun. The fuck? Zeig mir, mit welchem Finger du den Abzug ziehst. Alter, ist ja wie in so einer Sekte da. Ja! Sprich mir jetzt nach, Vito. Wenn ich unsere Familie und ihre Geheimnisse verrate. Wenn ich unsere Familie und ihre Geheimnisse verrate. Das tut doch weh, Bruder. Autsch. Wie dieser Heilige. Möge meine Seele in der Hölle brennen. Wie dieser Heilige. Amico Nostro, meine Herren, unser neuer Freund, Vito Scaletta. Hast du ein krasses Ritual? Dachte nicht, dass das so ist. Es freut mich, dass sich diese beiden talentierten Männer uns angeschlossen haben. Und es freut mich, dass es im Beisein solch geschätzter Gäste geschehen ist. Insbesondere Don Frank Vinci. Und natürlich. Warum ich mich nach über 6 Jahren Knast wieder auf sowas eingelassen habe? Geld. Naja, da wo ich aufgewachsen bin, wurden nur Männer respektiert, die sich nahmen, was sie wollten. Ihr werdet von Eddie für eure Dienste bezahlt. Frank, du hast das Wort. Egal, was ihr tut, Gentlemen. Finger weg von den Drogen. Keine Drogen. So läuft das bei uns. Man kann viel Geld damit machen, aber und es nachdem ist ich jahrelang für andere die Drecksarbeit erledigt hatte, war ich soweit, alles zu riskieren, um nach oben zu kommen. Let's have some fun. You only live but once. But when you're dead, you're done. So let the good times roll. Let the good times roll. Jetzt leben wir das richtige Mafia-Leben. I'll let the good times roll. Don't sit there mumbling and talking trash. If you wanna have a ball, you gotta spend some cash. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old. I'll let the good times roll. Mal schauen, ob da nicht was dazwischen kommt, wa? Kapitel 10. Zimmerservice. Villa Scaletta. Er hat meine eigene Villa.